Leute, da ich jetzt mehrfach gefragt wurde, ob ich meine Geschenke abfilmen würde, mache ich das heute, denn es ist Sonntag. Ich habe heute mit meiner Familie gefeiert und ich sollte alles zusammen haben. Bei der Ausbeute kann man auch sagen, das reicht. Das ist angemessen. Gut, am besten, ich fange einfach an mit den Dingen, die ich im Körper trage. Ich habe diese Kette bekommen, den Shoka. Da gehört eigentlich ein Mond dran, aber der war meiner Mama zu mickrig, deswegen ist sie nochmal zum Juwelier gefahren und hat einen anderen Anhänger dran machen lassen. Das ist ein Lebensbaum, sowas habe ich mir auch gewünscht, weil ich finde, das ist einfach ein unglaublich schönes Symbol. Ja, und dann habe ich, komm mal ein bisschen näher, habe ich diese Ohrringe bekommen, diese Katzenohrringe. Ich hoffe, ihr könnt die sehen, denn ich kann euch nicht sehen. Von der lieben Nuri habe ich dieses Röckchen bekommen. Also es ist wirklich ein Rock, da viele denken aufgrund meiner Oberteile, es wäre ein Kleid. Nein, es ist ein Rock. Von meinen Eltern habe ich des Weiteren diesen Kopfschmuck geschenkt bekommen, den ich ja hervorragend für Fotos benutzen kann. Sowas ist einfach total mein Ding. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Shishi auf Fotos. Perfekt. Außerdem habe ich von meinen Eltern Lego Harry Potter bekommen. Damit habe ich es jetzt auf drei Konsolen. Und zwar einmal für den PC, wo das erste Spiel immer abschmiert, trotz mehrerer Versuche und Internetbeschreibungen, es wieder herzustellen. Es funktioniert aber nur kurzzeitig. Dann habe ich es nochmal für die Wii. Da ist das mit dem Controller überhaupt nicht witzig, obwohl ich den Controller normalerweise richtig geil finde, aber nicht für Lego Harry Potter. Und jetzt habe ich es für die PlayStation. Ich hoffe, ich kann es endlich durchspielen. Ich will endlich die 100% dieses Spiel schaffen. Dafür muss man es zwar zwei, dreimal durchspielen, aber egal, ich will's. Ja. Außerdem habe ich von ihnen dieses Stativ bekommen, wie auch immer man das nennen will, dass man hier wirklich einfach festschrauben kann. Damit möchte ich dann nämlich gerne meine Bastelvideos filmen, weil ich den wirklich nach unten gerade runterbiegen kann. Und das ist einfach geil. Das könnte ich zwar auch mit diesem Stativ, das ich jetzt benutze, aber das müsste ich dann wiederum auf meinen Schreibtisch stellen und dann habe ich nicht mehr so viel Bewegungsfreiheit. Also das hier ist schon echt eine geniale Lösung dafür. Also ich finde es geil, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und hoffe, dass es so geil ist, wie ich es mir vorstelle. Des Weiteren, als wäre ich noch nicht verwöhnt genug, habe ich das hier bekommen. Ein mächtiges Paket. Hier drinne verbergen sich zwei Softboxen. Ich meine, geiler geht's ja wohl nicht. Ich habe endlich Softboxen. Das heißt, ich habe keine Probleme mehr mit dem Licht. Jetzt habe ich nur noch ein einziges Problem, und zwar den Ton. Also geht's Weihnachten weiter mit einem Mikrofon. Außer ich lerne ein anderes Geschenk zu bedienen, da kommen wir aber später zu. Auf jeden Fall Softboxen. Ich wusste erst gar nicht, was das ist, bis ich dieses Täschchen aufgemacht habe. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt, obwohl ich es mir gewünscht habe. Sonst habe ich noch diesen Aufsatz für das Stativ bekommen. Ja, erfüllt seinen Zweck. Ich glaube aber fast, dass der jetzige Aufsatz ein bisschen praktischer ist, weil ich nicht weiß, ob der hier sich überhaupt an etwas anpasst. Ich weiß nicht. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Aber den habe ich auf jeden Fall auch noch bekommen. Gut, kommen wir zu den Geschenken von meinem kleinen Brüderchen. Mein kleines Brüderchen hat all sein letztes Geld zusammengekratzt, um mir auch noch was Schönes kaufen zu können. Und er hat mir etwas sehr Nützliches geschenkt. Ich weiß nicht, ob es euch in meinen Videos aufgefallen ist,
Aber ich kann in das oberste Abteil meines Schranks nicht hineingucken, weil ich zu klein bin. Ich meine, so groß will ich auch nicht sein. Auf jeden Fall habe ich von ihm diesen süßen Hocker bekommen. Den kann man einfach zusammenfalten. Den kann ich dann in den Schrank stellen, wenn ich ihn brauche. Den kann ich ihn rausholen. Den habe ich mir auch gewünscht und der ist klasse. Der ist von der Marke Zeller. Der sieht dann ganz süß aus. Ja. Außerdem habe ich endlich eine neue Handyhülle von ihm bekommen. Die ist so wunderschön und die ist auch qualitativ viel besser als meine alte. Jetzt habe ich nur keine zum Wechseln, weil die alte habe ich gleich weggeschmissen, weil das komplette Gold sich am Rand abgelöst hatte bei der. Und jetzt werde ich gleich diese hier ranschnallen, sobald das Video beendet ist. Von meiner Oma habe ich Geschenke bekommen, die natürlich nicht sie ausgesucht hat, sondern sie gibt das Geld und man besorgt ihr dann die Geschenke, denn sie kennt sich damit nicht aus. Ich habe die komplette Game of Thrones Staffel 6 bekommen, die ich natürlich schon gesehen habe, aber ich finde es toll, komplette Staffeln von Serien, die ich liebe, im Regal stehen zu haben. Und ich habe die anderen Staffeln auch, obwohl es kann sein, dass mir die fünfte fehlt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kann sein, dass mir die fünfte fehlt. Aber das macht ja nichts, die kann ich mir dann ja immer noch besorgen, denn die hier ist natürlich auch teurer als die fünfte. Ja, sieht schick aus und ich liebe Game of Thrones. Nach Supernatural die beste Serie, die es gibt. Und außerdem habe ich endlich Crash Bandicoot bekommen. Ja, ich habe Crash Bandicoot schon in meiner Kindheit geliebt. Ich war zwar immer in einigen Rennen verdammt schlecht und super frustriert. Eigentlich habe ich zu diesem Geburtstag zwei Kindheitsspiele bekommen, die mich viele, viele Controller gekostet haben, weil ich die aus Wut an die Wand gepfeffert habe. Crash Bandicoot gehört dazu. Ich hoffe, ich habe mich inzwischen gebessert. Aber ich liebe Crash Bandicoot einfach. Dieses ganze Spielprinzip und die Figuren. Und es ist einfach toll. Ernsthaft. Es gibt nichts Besseres als eine Runde Crash Bandicoot, um sich aufzuregen oder um runterzukommen. Ein Spiel, bei dem du flink sein musst, aber nicht nachdenken brauchst. Perfekt. Oh. Gut, dann kommen wir nun zu den Geschenken von meinem Freund, der ein bisschen eskaliert ist, würde ich mal so behaupten. Denn die Anzahl an Geschenken ist verrückt. Zum einen hat er mir das Stativ geschenkt, wo gerade mein Handy draufsteckt. Denn ich hatte kein Stativ. Ich hatte ja zwei Regale aufeinander gestellt und darauf mein Mini-Stativ. Das ging auch, es war aber ein bisschen unpraktisch mit diesem Stativ. Das ist zwar sehr wackelig, aber es erfüllt jeden Zweck und es ist schwenkbar und es lässt sich hin und her drehen. Es ist klasse. Ich habe nur ein bisschen Angst, es kaputt zu machen. Aber inzwischen habe ich, glaube ich, verstanden, wie es funktioniert. Also ich finde es auf jeden Fall super. Ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Kann mich bisher nicht beklagen. Dann habe ich bekommen, das, wovon das ich schon erwähnt habe, mit dem ich lernen muss umzugehen. Sony Vegas, beziehungsweise das komplette Magix Studio hier einmal mit DVD-Architekt, Acid, wie auch immer, Music Studio, Soundforge, Audio Studio, Photogo, Soundtracks. Und natürlich Vegas Movie Studio HD Platinum. Ja, ich habe schon versucht, mich da reinzufuchsen, aber ich weiß nicht, was die Menschen glauben, die diese Tutorials machen, was man von denen wissen will. Aber die labern so viel Scheiße, wo man denkt, wenn man gucken kann, das checke ich noch gerade. Die Umsetzung, das möchte ich gerne wissen. Und da kann man sich schon nicht mehr konzentrieren, weil die einfach super langweilig sind. Das ist wie Schule. Schule ist auch langweilig. Man will dann einfach da sitzen und was lernen. Und die sind einfach so langweilig. Also, damit muss ich noch lernen, umzugehen. Und dann wird auch der Ton vielleicht besser. Ich schneide ja noch mit dem Movie Maker. Hoffen wir darauf. Oder auf ein besseres Mikrofon. Ich hoffe hier, weil das ist doch relativ viel wert, dass ich damit lerne, umzugehen. Außerdem habe ich von ihm bekommen, als wäre das Ganze noch nicht genug. Ich habe mich gewundert, irgendwas war doch noch. Dieses kleine süße Gerät. Man denkt, dieses kleine süße Gerät kann nicht viel,
aber es hilft. Es ist super. Es ist nämlich ein Bluetooth-Fernauslöser. Damit mache ich jetzt immer meine Outfit-Fotos. Ich kann euch eventuell hier noch eins einblenden. Da habe ich nämlich diesen Rock fotografiert, damit Nuri direkt wusste, ob er mir passt, ob er mir gefällt. Ja, süß, klein, Funktion, perfekt. Das ist ein bisschen schwierig hinten aufzumachen, deswegen habe ich es schon zerkratzt. Aber funktioniert hervorragend, macht man an, sucht im Bluetooth dieses Gerät und es funktioniert. Als wäre das nicht auch schon genug, kommt noch ein teures Teil und zwar etwas, was ich mir auch sehr, sehr stark gewünscht habe, was ich auch immer wieder erwähne, dass ich es schon in meiner Kindheit geliebt habe, was mich auch ganz viele Controller gekostet hat. Tekken! Also den Story-Modus habe ich schon durch. Ich habe auch schon einiges freigespielt. Der Story-Modus ist scheiße. Aber die Stories in Tekken waren schon immer kacke. Aber es macht einfach Spaß und die neuen Charaktere sind süß. Ich liebe Lucky Chloe. Die ist so niedlich und die kann man so schön anziehen. Und dann kann man so schön auf die Fresse geben mit der Tekken. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist ja auch eigentlich mehr als genug. Ich hatte noch auf einer Messe eine Flasche Wein geschenkt gekriegt. Habe ich, glaube ich, in einem Blog erwähnt von der Hanse Live. Ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Ausbeute. Ich habe bekommen, was ich mir gewünscht habe. Und ja, ich bin allen sehr, sehr dankbar. Auch Nuri nochmal vielen lieben Dank. Dich kann ich nicht umarmen, dafür wohnst du zu weit weg. Also fühl dich einfach gedrückt. Danke an meine Mama, mein Bruder, meine Oma, Henry, mein Papa, meinen Freund ganz doll. Ihr seid die Besten und ich freue mich wirklich, wirklich, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt. Ich freue mich schon über Kleinigkeiten und es geht vor allem darum, dass man sich darüber Gedanken macht, was mir gefallen könnte. Damit haben wir das Ende des Videos erreicht. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Ihr könnt vielleicht ein bisschen Inspiration für jemand anders mitbekommen, der ähnliche Hobbys hat oder die gleichen Games zockt. Also, das ist meine Ausbeute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.